böse Scheibe richtig rum, jawohl. Und ich schreie jetzt nicht, obwohl ich mir auf den Finger geklopft habe. Ah! Oh, genau der war's. Oh. Ja, mir war doch nichts dran. Aua. Tja, ich würde sagen drinnen. Jawohl. Das Lager kommt dann auch mit in meine Dose rein. Dann gleich ein bisschen Fett. Dann kommt diese Scheibe. In die Nasen hier rein. Da schmieren wir auch gleich wieder ein bisschen Fett drüber. Ob ich die so rum einsetze, aber ich denke, die setze ich so rum ein, damit die ein bisschen auf das andere drauf drücken kann. Jawohl, genau. Sieht gut aus. Ja, ein bisschen logisch überlegen muss man natürlich auch bei der ganzen Geschichte. Hier haben wir gleich ein bisschen Fett rein. Dann das restliche Öl. Den hier ein bisschen einölen, einfetten. Dann klopfen wir den auch vorsichtigst rein. Noch nach einer Nuss suchen. Oder ein Lager. Was Größeres, um das ordentlich reinzubringen. Da habe ich meine Dose, wo ich eben die Lager drin habe. Gucken wir doch mal. Ja, geht das auf. Das hier passt. Jawohl. Jetzt ist er ordentlich drin. Na, schön. Ja, Freunde, dann können wir das Vorderrad wieder einbauen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Puh. So. Dazu nehme ich jetzt leider mal das Fett mit. Und dann gehen wir zur Vorderachse wieder. Die Kamera stelle ich einfach bloß hier rüber. Mal auf die Seite. Boah, ich stehe gerade im Ventilator und Strom ist das geil. Ist das geil, Leute. Oh, Display, sehe mal wieder gar nichts. Oh. Achso, doch, passt. Passt soweit. So. Wo ist mein Fett? Hier? Wieso habe ich jetzt die Handschuhe ausgezogen? Dann zieh mal wieder frische Handschuhe an. Ist ja wurscht heute. Wir haben es ja. Das ist mir auf alle Fälle lieber frische Handschuhe anziehen, als den ganzen Dreck die ganze Zeit nachher in der Flossen dran zu haben. Weil ihr wisst es ja noch von früher. Bei mir setzt sich das Fett, dieser Dreck, brutalst in die Haut, Ritzen und Poren rein. Und geht es ewig lange sauber. Naja, so.
anderen Seite kommt noch die Buchse rein. Die mache ich jetzt auch nochmal sauber und tue sie einölen, einfetten. Ja, muss alles sein. Ich glaube, das letzte Mal war ich da auch ein bisschen zu nachlässig, wo ich die Räder beim Alex neu gemacht habe. Gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. So, die Buchse drin. Der Antrieb kriegt hier auch schön noch fett rein gedruckt. Ein bisschen drehen dabei. Jetzt sollte ich halt noch die Nasen finden. Hier und hier. Jetzt. So. So. Handschuhe sauber machen gehen. Na, hallihallo. Dann können wir das Vorderrad wieder einsetzen. Aber nicht ohne hier ein bisschen Fett aufzuschmieren. Damit es dieses Mal wirklich alles hundertprozentig seine Ordnung hat. Latsch mal hier bitte. Scheiße. Und genau das habe ich gemeint mit diesem Scheißständer. Was ist das? Vorsicht. Ja, hier reiß ich mich drauf. Leute, jetzt habt ihr es miterlebt, was ich für Schrecksekunden hier manchmal habe. Ich muss natürlich die Buchse wieder sauber machen, weil die auch abgehauen ist. Und deswegen, wenn man vorne was macht, mit so einem Ständer grundsätzlich schaut, dass es hinten auf einem Dickständer drauf ist. Ja. Wenn sowas passiert, dass das Motorrad hinten auch noch gesichert ist. So eigentlich schon, ja. Na, geh wieder rein. Da liegt, glaube ich, irgendwo Holzhämmerle. Wie ein normaler Hammer? Nee, der Holzhammer da drin. Der Holzhammer. Ja. Dankeschön. Leute, ich muss mich noch ein bisschen abspielen, mache ich out of Video. Ihr wisst ja, im Video funktioniert eh nie was. Leute, ich weiß jetzt, wie oft ihr jetzt hin und her habt, Schraube raus, Schraube rein, aufgebockt, abgebockt.
allen möglichen Varianten. Auf alle Fälle habe ich es jetzt geschafft, dass die Schraube drin ist. Die drehe ich jetzt nach Drehmoment an. Dann kommt die Querschraube, Splintschraube, Hauptschraube, wie man das sagen will, rein. Auch nach Drehmoment anziehen. Dann kann ich die Bremssättel wieder draufschrauben und dann die Bremsbeläge reinmachen. Ich meine, dass man die Bremssättel hier noch ein bisschen sauber macht. Die Plätze ein bisschen mit Kupferpaste einsprüht, ist klar. Tja, so haben die ausgesehen. So gut wie nichts mehr drauf. Das war, glaube ich, fast sogar der schlechteste. Naja, original ist da auch nicht viel, so viel drauf, aber ja, doch schon eine Ecke mehr. Gut, dann mache ich das ganze Spiel noch. Tja, jetzt muss ich bloß noch das Drehmoment für die Schraube finden. Und dann wären wir hier schon fast wieder, ja, radtauglich, kann man so sagen. Schluss aus Ende für heute. Wir haben es kurz vor 6. Ich springe jetzt in die Wanne, Leute. Ich mag nicht mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr heute. Morgen mache ich hier dann weiter. Vorne das Rad ist ja drin. Noch die Bremssättel drauf und Belege neu, die neuen. Dann mache ich das Hinterrad drauf. Ja, und dann kann ich fahren. Aber heute nicht mehr. Morgen. Nächster Tag, nächstes Glück. Die Seite Bremssattel ist schon festgeschraubt, mit Drehmoment nachgezogen, da liegen sie. Da liegen die neuen Bremsklötze, die wollte ich gerade einsetzen. Und was fällt mir dann auf? Ich habe gar keine Kupferpaste da. Also, wieder los. Da ist ein Becher drin mit einem Pinsel mit Kupferpaste, da habe ich noch eine Tube und noch eine Schraubzwinge zum Zurückdrücken ein bisschen. Da tue ich mal leichter als mit der Zange. Oh. Naja, ständiges Hin und Her. Irgendwann werde ich dann doch hoffentlich alles hier herin haben, dass ich dieses verfluchte Gespringen immer habe. Naja, aber jetzt Bremsklötze seitlich, die Auflageflächen ein bisschen mit Kupferpaste einpinseln, hinten die Auflage von der Bremskolben und dann Klötze rein, versplinten alles, so wie es sich gehört. Ja, und dann die zweite Seite. Und dann kann ich irgendwann einmal mit dem Hinterrad anfangen. Da hole ich euch dann spätestens wieder dazu. So, Leute, ich setze jetzt mal hier zum Endspurt an. Was ich jetzt natürlich hoffe im ganzen Video, dass der Ventilator nicht zu laut war. Aber was willst du machen bei der Hitze? Hier tun wir ein bisschen Fett auf die Steckachse. Dinger drin alle, so wie es sich hört. Ich lege die Kleid drauf. Hoffentlich so. Macht man die Hinterachse jetzt weniger Probleme als vorne. Jetzt bitte gar keine Probleme. Geht schon wieder los. So. Oh je, oh je, oh je. Geh durch.
Tja Leute, jetzt eine Kettenspannung einstellen, so halbwegs, Kette fetten, Rad anziehen, Bremssattel wieder montieren, etc. pp. Kette tun natürlich noch ein bisschen nachfetten, nachölen wieder. Irgendwann wird es da auch einmal eine neue Kette geben, definitiv einen neuen Kettensatz. Aber das ist noch etwas weiter weg in Entfernung. Oh. Rad ausrichten, dass es sauber gleichmäßig drin ist. Und ja, was soll ich sagen? Ich melde mich dann wieder, wenn ich soweit komplett fertig bin. Jo! Achse drin, Bremssattel drauf, alle Schrauben wieder angezogen, mit Drehmoment versplintet, etc. pp., so wie es sich gehört. Vorne ja natürlich auch, habe ich ja gesagt. Tja, jetzt heißt es noch eine schnelle Proberunde drehen, eventuell noch ein bisschen tanken fahren und dann und dann und dann und dann. Sehen wir uns dann noch zum kurzen Fazit, ob ich was merke vom und ob ich einen Unterschied merke beim Fahren, eben wächst den Lager hinten, sage ich euch nachher dann zu Hause. Aber zuerst muss ich mal fahren. Was halt jetzt immer noch nicht ist, ist die blöde Sitzbank. Eieieiei. Die hat schon böse Risse, aber ja, ich kann es leider nicht alles auf einmal. Sitzbank noch, Kettensatz noch, ach Gott. Nimmt kein End. Aber was soll's, wir wollen ja auch noch weitere Videos haben. Leute, was soll ich sagen? Ich habe nur die kurze Fahrt geschafft von der Garage bis nach Hause. Schnell umgezogen, wieder runtergesprungen und dann fängt es zum Pissen an. Größere Probefahrt jetzt nicht möglich gewesen, habe ich keinen Bock im Regen zu fahren. Tagelang geschraubt und ja, das Dankeschön ist, dass es zum Regnen anfängt. Toll, super. Egal. Wenn alles hinhaut, fahre ich ja morgen mit dem Möppi in die Arbeit. Und auf das kurze Stück, wo ich jetzt gefahren bin, hat sich sehr gut angefühlt. Bin schon zufrieden. Mhm. Naja, in dem Sinne, wenn dieses etwas umfangreichere, glaube ich mal, dass es ist, Schraubervideo gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo und ja Leute, wir sehen uns dann. Das nächste Mal, sei es ein Grillvideo, Küchenvideo oder sonstiges Video oder Mobile Shop Video. Ich weiß es noch nicht. Man wird sehen. Ciao, Ikowski.